Heute leben mehr als 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Bis 2030 werden es schon 8 Milliarden sein. Wie wollen wir all diese Menschen ernähren, wenn uns nur begrenzte Anbauflächen zur Verfügung stehen? Die Modernisierung der Landwirtschaft und der verstärkte Einsatz von Technologien spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Landwirte haben nicht überall die gleiche Bodenqualität, die gleiche Ausrüstung oder ausreichend Wasser. Ohne Produkte, wie wir sie anbieten, bräuchten wir eine zusätzliche Anbaufläche von der Größe Indiens, um den heutigen Nahrungsmittelbedarf zu decken. Wir züchten hochwertiges Saatgut, das den Landwirten hilft, höhere und bessere Ernten zu erzielen. Wir behandeln dieses Saatgut mit chemischem Pflanzenschutz, um der jungen Pflanze die besten Wachstumschancen zu bieten. Wenn sie weiter wächst, sorgen unsere Pflanzenschutzprodukte dafür, dass sie im Wettbewerb um Boden, um Nährstoffe und Wasser nicht durch Insekten oder Krankheiten geschwächt wird. Wenn jemand vorschlägt, dass es besser wäre, weniger Technologie zu verwenden und stattdessen nur auf biologischen Anbau zu setzen, dann lautet meine Antwort: Wie viele Planeten haben wir? Nur diesen einen. Wenn wir ihn an die nächste Generation weitergeben wollen, müssen wir Technologien intensiver einsetzen. Ich habe Verständnis dafür, dass man sicher sein will, dass die Nahrungsmittel, die man seinen Kindern gibt, sicher sind. Alle unsere Produkte durchlaufen viele Jahre wissenschaftlicher Prüfungen, bevor sie von den Zulassungsbehörden in den verschiedenen Ländern genehmigt werden. Es ist für mich eine große Ehre, ein Unternehmen zu führen, dessen Mitarbeitende so engagiert und begeistert sind, so stolz auf die Bedeutung der Landwirtschaft für die Gesellschaft und natürlich auch auf die führende Position, die Syngenta dabei einnimmt. Im Mittelpunkt steht für uns, dass alles, was wir heute tun, unsere Zukunft nicht beeinträchtigt, sondern sichert. Es gibt große Anbauflächen weltweit, aber wir verlieren 10 bis 12 Millionen Hektar im Jahr durch Bodenerosion und das Wachstum von Städten. Also wie können wir auf den vorhandenen Anbauflächen höhere Ernten erzielen, um eine wachsende Bevölkerung zu ernähren, die nach besseren Nahrungsmitteln verlangt? Bei Mais sind die Ernteerträge in den USA etwa doppelt so hoch wie in China. Woran liegt das? Am Einsatz von Technologien. Das gilt auch für den Anbau von Weizen in Europa. Hohe Erträge im Westen, niedrige Erträge im Osten. Wir können das innerhalb von 2-3 Jahren ändern und das tun wir auch. Um die Ernteerträge weltweit zu steigern, brauchen wir bessere Feldsaaten und Hybridsaatgut mit höheren Erträgen, ebenso wie gentechnisch verändertes Saatgut. Wir brauchen aber auch Pflanzenschutzprodukte. Damit können wir Saatgut behandeln und schon bei der Aussaat schützen. Und wir können damit Pflanzen gezielt behandeln, um sicherzustellen, dass wir die besten Erträge erzielen. Nachhaltige Landwirtschaft lässt sich wohl am besten so beschreiben, dass wir die Natur, Wasser, Wälder oder Fische für uns selbst nutzen, aber zugleich dafür sorgen, dass diese Ressourcen für die nächste Generation erhalten bleiben. Um die Produktivität der Landwirtschaft zu gewährleisten, müssen wir uns vor allem um die Ackerböden kümmern. Das ist die große Herausforderung. Die Technologie hat für den Erhalt von Ackerböden eine enorme Bedeutung. Der Pflug ist veraltet. Wir können heute darauf verzichten. Wenn ein Landwirt nicht pflügt, sondern ein einfaches Herbizid einsetzt, wird die Bodenstruktur erhalten. Dadurch bleibt Wasser im Boden gebunden und die Freisetzung von Kohlendioxid wird vermieden. Wir sind das weltweit führende Unternehmen, das Landwirten all diese Technologien zur Verfügung stellen kann. Unser Beitrag zur Gesellschaft besteht in der Steigerung der Agrarproduktivität, um mehr Nahrungsmittel zu erzeugen. Nichts ist wichtiger für unser Wohlergehen als ausreichend und gesunde Nahrung.
Wasser ist eine der größten Herausforderungen für die Landwirtschaft. Diese Herausforderung wird immer größer, denn die Weltbevölkerung wächst und mit steigendem Wohlstand steigt die Nachfrage nach Nahrungsmitteln. Wir müssen also mit begrenzten Anbauflächen und weniger Wasser mehr Nahrung produzieren. Insgesamt werden weltweit rund 70% des Frischwassers für die Landwirtschaft benötigt. Doch 40% davon werden dabei nicht optimal verwendet und gehen verloren. Die Frage ist, wie können wir Verfahren und Technologien entwickeln, um Landwirte weltweit dabei zu unterstützen, ihren Wasserbedarf zu optimieren? Wir tun dies zum einen durch Züchtung von besserem Saatgut, mit Hilfe von Verfahren, die Pflanzenzüchter schon lange anwenden, die wir nun aber mit Hilfe der Molekularbiologie beschleunigen können. Zum anderen gehört dazu auch die gentechnische Veränderung von Saatgut, sodass die Pflanzen auch mit weniger Wasser die gleichen Ernteerträge erzielen. Ich habe kürzlich Feldversuche mit dürretolerantem Saatgut gesehen und war wirklich beeindruckt. Auch in Afrika gibt es neu entwickeltes Saatgut, das Dürreperioden besser übersteht. Wenn man auch in Gegenden mit einem jährlichen Niederschlag von 200 oder 400 mm Pflanzen anbauen kann, verhindert man die Versteppung und man bekämpft die Nahrungsmittelknappheit. Wir haben auch chemische Produkte, mit denen wir das Saatgut behandeln können. Damit ist die junge Pflanze schon bei der Aussaat optimal geschützt. Sie kann besser wachsen und ein kräftiges, tiefes Wurzelsystem entwickeln. Je stärker die Wurzeln sind, desto mehr Wasser kann die Pflanze aufnehmen und besser wachsen. Wir entwickeln ein sehr interessantes Produkt unter dem Namen Invinza, mit dem Pflanzen bislang nach der Ernte behandelt wurden. In der Praxis hat man festgestellt, dass man damit Pflanzen auch helfen kann, Dürreperioden während des Wachstums zu überstehen. Und schließlich gehören für uns zur Technologie in der Landwirtschaft auch moderne Anbauverfahren, die Ackerböden so fruchtbar und feucht halten wie möglich und die Bodenerosion vermindern, zum Beispiel durch weniger Pflügen. So können wir dazu beitragen, dass Pflanzen Wasser besser nutzen und Dürreperioden besser überstehen. Um auch in Zukunft erfolgreiche Landwirte als Kunden zu haben, müssen wir ihnen mit immer besserer Technologie zur Seite stehen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Landwirten dabei zu helfen, in nachhaltiger Weise ausreichend Nahrungsmittel zu produzieren, um eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Chemischer Pflanzenschutz ist dabei ein Weg für die Landwirte, ihre Produktivität zu erhöhen. Sie können damit Pflanzenkrankheiten behandeln, so wie ja auch wir mit Chemikalien, Medikamenten unsere Krankheiten bekämpfen. Wenn es keine Unternehmen gäbe, die wie wir durch Innovation und Technologie eine produktive Landwirtschaft ermöglichen, müsste mehr Land für den Anbau eingesetzt werden, mit ernsten Konsequenzen für die Artenvielfalt. Wir arbeiten daher eng mit Landwirten zusammen, um Schutzzonen an den Feldrändern einzurichten. Dort können verschiedene Arten gedeihen, Pflanzen, Insekten oder Vögel. Unser Beitrag besteht darin, dass wir Landwirten helfen, ihre Anbauflächen optimal zu nutzen und zugleich Raum für diese Schutzzonen zu schaffen. Die Artenvielfalt zu erhalten, ist eine der großen Herausforderungen für uns in den kommenden Jahren. Wir müssen uns bemühen, so viel wie möglich davon zu bewahren. Wenn man eine Vielzahl von Pflanzen hat, hat man auch einen größeren Genpool, in dem man bestimmte Pflanzeneigenschaften identifizieren kann. Zum Beispiel Pflanzen, die Trockenheit besser überstehen oder Dünger besser aufnehmen können, oder Pflanzen, die insgesamt höhere Ernteerträge liefern. Wir brauchen diese Vielfalt innerhalb einer Art, einer bestimmten Pflanze wie Reis, Weizen oder Mais. Wir brauchen diese genetische Vielfalt, um auf veränderte Herausforderungen zu reagieren und eine produktive Landwirtschaft zu ermöglichen.
Für einen Landwirt zählt letztlich, dass er Jahr für Jahr gute Ernten erzielt, eine Generation nach der anderen. Wir müssen ihm dabei helfen. Landwirtschaft, besonders in Schwellenländern, besteht vor allem aus Kleinbetrieben. Diese Landwirte und ihre Familien sind auf gute Ernten angewiesen. Doch sie können sich keine Maschinen leisten und Pflanzenschädlinge und Krankheiten bedrohen ihre Ernteerträge. Sie haben wenig Geld und leben oft am Rande der Armut. Sie können keine Hilfsarbeiter anstellen. Die Familie muss helfen beim Unkrautjäten wie bei der Ernte. Und wenn es nicht genug regnet, kann die Ernte komplett ausfallen. Sie können ihre Ernten oft nicht auf den Markt bringen und haben keinen Zugang zu besseren, effizienteren Verfahren in der Landwirtschaft. Weil die Arbeit für Kleinbauern so aufwendig ist, können sie oft ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Drei Viertel der Kinder zwischen 5 und 14 Jahren müssen in der Hochsaison auf dem Feld helfen, Unkraut jäten und die Ernte einbringen, anstatt die Schule zu besuchen. Der Einsatz von Technologien in der Landwirtschaft kann die Lage von Kleinbauern deutlich verbessern. Wir bieten unsere Herbizide zum Beispiel in kleinen Mengen und zu günstigen Preisen an, um auch Kleinbauern bei der effizienten Unkrautbekämpfung zu unterstützen. Wir investieren viel in direkte Schulungen von Landwirten und beraten sie dabei, wie sie unsere Produkte am besten und sicher anwenden, um ihre Ernteerträge zu verbessern. Mit unseren Produkten können wir Kleinbauern helfen, nicht nur ihren Beitrag zur Versorgung einer weltweit wachsenden Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu leisten, sondern zugleich auch ihre eigenen Lebensbedingungen zu verbessern. In der Landwirtschaft kommt alles zusammen. Umweltfragen, Menschenrechte, Arbeitsbedingungen. Durch die Zusammenarbeit mit Syngenta sind wir in der Lage, umfassende und integrierte Lösungen zu entwickeln. Für ein Unternehmen wie Syngenta ist die gesellschaftliche Verantwortung Voraussetzung für den unternehmerischen Erfolg. Denn ohne lebendige und wachsende ländliche Gemeinschaften fehlen auch zukünftige Geschäftspartner. Der Einsatz von Technologien gibt den Landwirten die Möglichkeit, die Zukunft selbstständig zu gestalten. Sie können ihre Kinder zur Schule schicken, anstatt auf die Felder, um beim Unkrautjäten zu helfen. Wenn ich Kleinbauern besuche und vor Ort erleben kann, wie sehr sie unsere Produkte schätzen, unsere Unterstützung und unser Unternehmen, wie sehr unsere Arbeit ihr Leben erleichtert, dann ist das eine große Inspiration.